Und damit nochmal ein neues Infovideo. Hallöchen, herzlich willkommen. Es kommen jetzt nächste Zeit, also dieses und noch ein anderes Infovideo drauf. Alle Infos, die ihr jetzt hier in diesem Video also nicht erhaltet, geht ihr bitte auf das andere. Hat Gründe, warum die getrennt sind. Und in diesem Infovideo, wie schon die Überschrift sagt, geht es einmal um folgende Dinge. Der Kanal wird umgeändert und es gibt momentan kein Streaming mehr. Ich habe versucht, das einzuführen, das hat jetzt 2 Wochen so mittelmäßig geklappt, aber seit dieser Woche geht das gar nicht mehr. Irgendwie ist das Internet diese Woche mega schlecht und ich kriege das mit dem Stream einfach nicht gebacken, in einer Qualität rauszuhauen, wie ich es erwarte. Und ich habe keine Lust, dass ich mir nach 5 Minuten anhören muss, es laggt, weil das ist scheiße für die Zuschauer. Ganz ehrlich, wenn ich nach 5 Minuten so, das Stream laggt, dann kann ich nicht streamen. Und deshalb habe ich mir gesagt, der Stream wird ausgesetzt wieder. Ich mache das noch nicht, solange ich in Österreich bin. Für alle, die es nicht wissen, ich bin jetzt bis Mitte April in Österreich. Ich werde mir vielleicht einen Internet-Stick holen mit mega viel Leistung. Ich weiß es noch nicht. Ich muss gucken, ob sich das für mich auch irgendwie lohnt. Ja, so viel dazu. Also es gibt momentan keine Streams mehr. Dafür kommt, ist ja wieder ein neues Let's Play erschienen. Torchlight 2 ist jetzt mit dabei. Und ich hoffe, die 3 Let's Plays und der übliche, also wie es halt üblich ist, gefallen euch. Ist ja Magic Mine ist auch wieder dabei oder Inside Mine. Und ja, ich möchte dieses Video eigentlich auf Folgendes hinaus. Es ist ja zum Beispiel League of Legends. Bei mir heißt das League of Kiddies. Das hat bestimmte Gründe. Es gibt ja zum Beispiel League of Legends oder es gibt ja noch Don't Starve oder was ist noch so ein bisschen kleiner, man könnte auch Dragon's Prophet nehmen, man könnte sich auch mal eine Runde Clash of Clans vorstellen, man könnte auch sagen, wir könnten ja mal das da machen, obwohl ich überlege, ob ich das da noch zu einem Let's Play mache, das ist ein Zombie-Spiel, man könnte auch sagen, nimm doch einfach mal eine Runde Asgards auf, das sind alles Spiele, die kennt ihr noch gar nicht von mir. Das hat auch folgende Gründe, da ich, obwohl League of Legends kennt ihr. So, gedacht habe ich mir folgendes und zwar ist jetzt diese neue Leiste, wo ihr das seht. Wenn ihr Lust habt auf eine Folge League of Legends mit dem Champion Ezreal, dann schreibt rein, ich hätte gern mal League of Legends mit Ezreal. Ich hätte jetzt gerne mal eine Stunde die State of Decay. Ich hätte gerne mal eine Runde Don't Starve. Das ist folgendermaßen geregelt, wenn sich das gewünscht wird von euch. Wenn jemand sagt, ich möchte gern das und das. Natürlich sollten es vorwiegend Let's Plays sein, die ich auch besitze, Spiele. Also wenn ihr mir was vorschlagt, ihr könnt mir alles vorschlagen. Was ein bisschen kleiner gestaltet ist, also sowas, wir könnten noch eine Runde Minecraft auf dem Server spielen oder so. Aber sowas wie, ich fang mal Metro Last Light so mittendrin an zu spielen, ist ein bisschen schlecht. Weil sowas anzufangen ist scheiße. Also müssen wir ein bisschen gucken, dass es nicht unbedingt storybasierende Spiele sind. Ja, und dann fange ich einfach an, mach da mal eine Stunde oder so und haus raus für euch. Das möchte ich machen. Ich möchte mehr auf die Wünsche der Community eingehen. Es wurden sich in letzter Zeit vermehrt öfters mal Spiele gewünscht. Ich habe hier auch irgendwo noch ein Zettel, wo das alles draufsteht. Bestens. Ich möchte auf die Wünsche. Irgendwo ist der Zettel. Na. Also, wenn ihr Wünsche habt, weil zum Beispiel momentan League of Legends zu Let's Playen ist kritisch. Deswegen möchte ich das nicht als Let's Play wieder einführen, weil es kann passieren, dass mir da einiges abschmiert. Deswegen möchte ich lieber League of Legends, sagen wir mal, es sagt jemand League of Legends Ezreal, eine Runde. Dann kann ich zum Beispiel 5 Runden machen und suche mir die beste raus und kann das zeigen. Es soll ja auch ein bisschen für euch zu lohnen sein und nicht eine 0-14 Score, weil ich den Champion nie gespielt habe. So ist das geplant. Also wenn ihr Lust habt, wenn ihr irgendein Let's Play sehen wollt, dieses Video bleibt auch auf dem Kanal drauf, also auf der Titelseite. Das ist immer aktuell. Wenn ihr was sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare und dann antworte ich auch. Ich antworte euch ja sowieso sofort und dann schauen wir mal, wann das Let's Play rauskommt. Da gebe ich euch dann auch vorher Bescheid. Und ja, ich hoffe, das kommt gut an, die Idee. Ich hoffe, es gefällt euch, die Idee. Ich hoffe, das Hintergrundbild gefällt euch. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Adios, amigos.